Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War und dem Beagle. Ich habe meine Pusheen hinten nicht ausgetauscht, habe ich voll verbremst. Bleibt ihr noch? Die hat ja eh so God of War Farben mit ihrem Weiß-Rot. Das Güldene dazu. So, ich wollte jetzt hier nochmal testen, ob ich hier irgendwie vielleicht was falsch gemacht habe. Ah, nein, nein, nein. Wenn wir mit der Kralle hochfahren könnten, wären wir nur oben. Ja, warte noch mal. Kann ich? Ich verstehe das nicht. Habe ich irgendwie den Berührungspunkt schlicht nicht gefunden? Leute, ich bin irgendwie gerade ein bisschen doof. Wie am Ende der letzten Folge. Nein, ich habe nicht nachgeguckt in der Zeit. Warum auch? Kann ja nicht unmöglich sein. Ich muss mal gucken, wo die Kralle hinführt. Ich check das einfach gerade mal nicht. Sollte hier nicht ein Aufzug sein? Nein. Was übersehe ich? Vor allem der Junge sagt's die ganze Zeit, aber ich weiß halt einfach nicht. Warte mal. Leute, ich weiß echt nicht, was die von mir möchten. Ich kann jetzt auch nirgendwo hingehen und. Nö. Das ist es nicht. Also, ich ziehe das hier hoch. Das hier. Das hier. Und das hier. Und das hier. Und dann kommt. Ich weiß es nicht, Leute, ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Was ist meine Aufgabe hierbei? So, kann ich das hier noch weiter schieben? Warte mal, kann ich das? Ist das so? Warte mal, suchen wir mal. Ah, oh Gott. Lass mal schauen. Folge mir, Atreus. Ja. Hey, warte auf uns. Okay. Da das funktioniert. Müsste halten. Oh, Atreus, kannst du einfach mal aufhören und die Schnauze halten? Ich muss nicht. Nee. Okay. So. 2 Sekunden habe ich gedacht, ich bin zu doof fürs Spiel. Weiß ich nicht. Wird sich bald zeigen. Ob du auch mal die Fresse halten kannst, habe ich gefragt. Irgendwas ist seltsam da oben. Da lauert eine Gefahr. Hier lauert Denke überall nicht auf Gefahr. Das, was eventuell sein könnte. Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Jawohl, Colonel Sir, Sir, Colonel, Colonel Sir. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau.
Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen Sie über uns auf dem Weg nach oben? Komm, Junge. Es ist ein langer Weg. Er hat mehr Emotionen gezeigt, als ich Kratos sonst so zutraue, ne? Zurück. Da ist meine Axt. Da ist meine Axt. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob hier noch irgendwas Schönes für mich ist, aber... Das sieht nicht danach aus. Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Offenbar haben sie... Mehr prüfen. Also, für eine Prüfung hat sich das jetzt nicht... Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Naja. Wir sehen uns drüben. Mach dich bereit. Aua. Wie geht nicht? Atreus. Wo sind denn die anderen Gegner? Oder... Warte mal. Ah! Ja, ist okay. Macht ja auch keinen Spaß, wenn ich nicht mindestens zweimal reingerannt bin. Hier kann ich stehen bleiben. Okay. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Oh Gott. Aber einfach so? Okay. Oh. Ich kann sehen, dass du hier durchklettern kannst. Jetzt kann ich mir das auch noch da vorne holen. Nein, das ist es mir nicht wert. Wir haben ja schon einen guten Start hingelegt. Ja, Moment, Kleiner. Haben wir hier nirgendwo ein Licht, das wir entzünden können? Entzünden können? Mitzünden können? Durchzünden können? Was auch immer zünden können? Der Aufzug ist offenbar der einzige Weg nach oben. Ja, Junge. Ja. Vielleicht kommen wir doch schneller nach oben. Yes. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Kein Thema, Kratos kann. Wir bewegen uns. Halt die Fresse. Sag mal, wenn wir auf dem Gipfel sind, was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin, wachsam bleiben. Halt doch einfach die Klappe. Wow. Atreus. Mhm. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Für jemanden, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Oh nein, so zu leben macht aber nicht viel Spaß. Der haut da manchmal so unbedarfte süße Sätze raus. Ach komm. Ja, mein Brauger. Ja, dann mach doch auch. Ach, der Kleine macht das, die... Oh, oh, au, au. Das muss reichen. Und tschüss. Nimm das! Oh Gott!
Das lief eigentlich theoretisch gar nicht schlecht. Das war gut, oder? Ja. Besser. Ach, ich guck mal, ob ich hier noch einen Stein oder so krieg. Ein Drauge! Ein Drauge! Ein Drauge! Er rennt schon die ganze Zeit. Aber... Wo machst du eigentlich hin, Junge? Hier ist er. Guck mal hier, deine komischen Wölfis. Alter, du hast mich abgelenkt. Ach. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Die beiden haben einfach so geile Gespräche. Ein Zug klemmt in der Wand fest. Kriegst du ihn raus? Ich liebe die Dialoge zwischen den beiden teilweise. Auch wenn der kleine furchtbar nervig ist. Ich weiß es nicht. Greift uns doch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Sind wir bald da? Ja, sind wir bald da? Sind wir bald da? Sind wir bald da? Genau das gleiche Feeling hat das alles. Konzentrieren, Junge! Jawollo! Oh! Mal, aua! Von dem Backstep kriegt hier. Mach doch, Kleiner! Das mag ich. Atreus. Ah. Danke. Du bist doch fast tot. Ja, au. Oh. Nein, die Friesen nicht. Ach, komm, ey. Scheiße, ich wollte mir nicht alles hier wegmachen. Naja, egal. Sollten wir nicht weiter? Wir könnten gleich zurückfahren. Er hält nicht die Fresse! Er hält einfach nicht die Fresse! Ja, dummer Junge. Ich glaube, wir sind sicher. Sieht so aus. Vater, wenn wir Mutters Asche verstreut haben, ja? Was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Haben wir das? Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. Mhm. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Das klingt jetzt natürlich nach richtig viel Spaß, ne? Aber gut, Kratos meint es aus seiner Sicht wirklich nur gut. Übrigens zwischen... Wir sind fast auf dem Gipfel.
Nichts kann uns jetzt noch... Drache. Erhol dich, Junge, und bleib hinter mir. Drache? Herzo. Ich kann leider nicht. Scheiße, aber der ist grün, also... Ah! Was tue ich hier eigentlich? Ich weiß es nicht. Ih, was bist du? Aua! Der Drache zieht uns mit. Puh, das war heftig. Halt. Wow, was war das? Irgendwas war das. Kleiner, irgendwas. Da sind wir doch schon. Warte mal. Könnte eine Yggdrasil-Wurzel sein. Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrisch. Aha. In etwa so? Unglaublich! Ja, ne? Das nennt sich. Ach, egal, nein, mach ich nicht. Na gut, komm. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezählt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, dass es ihr zu Hause? Kam sie her, als sie riesig. Boah, halt die Fresse! Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Folgen mehr. Atme. Oh, ja. Verstehe. Danke, Kratos, danke. Unfassbar. Der redet und redet und... Sindri! Sindri! Hörst du das? Ja, das höre ich. Sindri! Sindri! Der hat sich einen Drachen geangelt. Halt! Es ist Sindri! Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Also irgendwie kann er seinem Sohn ja auch nichts abschlagen, ne? Also gehe ich jetzt von dieser Seite? Das wird heftig. Das wird heftig. Doch nicht auf den Drachen drauf! Ich mache mich ja schon wieder weg. Dass ich so viel Schaden mache. Ohne Atreus? For real? Ah. Okay. Was kann ich damit zum Stein da machen? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Nein, ich muss hier weg. Aua. Kacke, nein, du hast mir das jetzt nicht kaputt gemacht, Hennis. Aua. Was ist da dran? Jetzt geh.
Nein? Ah, nein. Ich glaube, ich muss es auf den Drachen werfen. Versuche ich jetzt mal. Ja, Boy. Was meinst du, was ich gemacht habe? Ich habe nur daneben geworfen. Kacke. Hat das nichts gebracht? Das hat nichts gebracht. Naja. Wohin muss ich es denn genau werfen? Mitten in die Schnauze rein? Spannend. Wieder nicht getroffen. Ach Leute, der Kampf ist ein bisschen eigenartig. Ich hab getroffen. Aua, aua. Ein bisschen Heilung wäre jetzt nicht schlecht, eigentlich. Ah! Nein, nein, nein! Ich mach kaum Schaden, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Ach, da, 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 da. Er hat ein Problem mit mir. Er hat ein heftiges Problem mit mir. Dieser Drache hat ein heftiges Problem mit mir. Und der Part ist eigentlich schon längst rum. Aber wir müssen jetzt einen Drachen töten. Könnt ihr es euch vorstellen? Wir töten hier gerade einen Drachen. Au! Dämliches, verkorkstes Vieh, ey. Das funktioniert ja hier alles bestens. Ey, schon wieder daneben. Das ist gerade einfach ein bisschen doof, ne? Ich finde das doof gerade. Schon wieder daneben. Ja, ist okay. Mann! Nee, Leute, das ist gerade kein cooler Kampf oder so. Hab ich gerade nicht so die Böcke drauf. Ich mach mehr Schaden damit, wenn ich das so mache. Das ganze Feld, ja? Danke. Wirklich, vielen Dank. Kackbratzenvieh. Eigentlich habe ich ja, ne? Habe ich ja getroffen, aber interessiert das Ding nicht. Leute, nee. Einfach nee. Es ist schon wieder nicht. Ja, ich bin gleich tot und dann kann ich gucken, ne? Ja, toll. Hat nichts gebracht. Aber wo ist denn das Ding hier hinten verschwunden? Hat nichts gebracht. Hat nichts gebracht. Ja, ja, ist okay. Hat auch nichts gebracht. Jetzt aber meine Fresse, nee. Och, Mann! Warum immer daneben? Das macht keinen Spaß. Ist mir auch egal, ob der vielleicht leicht sein könnte. Mir macht's gerade keinen Spaß. Egal, aber Heilung. Mach mir die Heilung kaputt, du Rotzvieh. Ist okay. Leute, einfach nein. Nein, nein. Schon wieder getroffen. Ist doch gut, ne? Ist gut, ist gut.
nichts gebracht. Hat mir gar nichts gebracht. Gar nichts hat mir das gebracht. Ja, jetzt passt das schon wieder. Leute, es macht gerade keinen Spaß. Überhaupt gar keinen Spaß macht das hier. Überhaupt gar keinen Spaß. Was? Jetzt habe ich das auch nicht mehr. Wo habe ich denn überhaupt noch hier was zum Werfen? Ich habe gar nichts mehr zum Werfen, ne? Doch, da hinten. Wenn es aber jetzt gleich auch gar nicht mehr da ist, was dann? Wäre nicht schlecht. Atreus! Geht es dir gut? Ja! Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Ich weiß doch gar nicht, wie. Das ist mir egal. Sei bereit! Oh Gott, das hat nicht so viel. Bringt das überhaupt irgendwas? So doof, Mann. Oh Mann, lass mich doch da dran, du Köpfi, Mann! Jetzt hat die Schnauze aber voll. Oh toll, das hat mir gar nichts gebracht, Mann! Ja, es wird nichts. Ich wüsste nicht, wie das jetzt noch was werden soll. Ach, okay, ne? So, ohne Atreus bin ich halt aufgeschmissen. So ist das. Ich trau mich jetzt auch nicht mehr an den ran, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin ja jetzt auch so gut wie tot, ne? Nicht schon wieder. Muss ich den ganzen Drachen nochmal von vorne machen, wenn ich jetzt tot bin? Ich habe nichts mehr am Leben, Leute. Ich habe einfach nichts mehr am Leben. Oh, du bist mir fast schon wichtiger jetzt. Jetzt kann ich draufhauen, was? Los! Ich hab den Scheiß überlebt, Leute. Zumindest bis jetzt. Dass man nicht der coolste Papa des Jahres ist. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab. Aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Ah, was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh. Naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Hat der so eine Hermine-Tasche? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Hm. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe, nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin, nein. Und verklemmt, kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was?
Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Mhm. Miaus. Ein Zahn vom Drachen. Ihr habt das auch gesehen. Ich habe das noch geschafft. Ich hatte keinen Funken Leben mehr und ich habe das noch geschafft. Oh, ich hätte mich, glaube ich, erschossen, wenn ich den noch mal hätte machen müssen. Ja, ja, ja. Hat er mir wirklich kaum was an XP gebracht? Warte mal. Er hat doch jetzt neue Pfeile bekommen. Na gut, ihr Lieben, ich mache jetzt hier einen Cut rein. Wir haben hier wegen dem Drachen deftig überzogen. Nächstes Mal geben wir Sindri, was er möchte, einen Zahn. Und schauen dann mal weiter. Wir sind ja nah dran. Der war heftig, der Drache, mein Lieben. Der war heftig. Hinterlasst mir einen Kommi. Findet ihr so große Bosskämpfe toll? Ich weiß es nicht. Also da habe ich lieber so Mann gegen Mann. Naja, naja, naja. Habt einen wunderschönen guten Tag und haut rein.